Herzlich willkommen auf meinem Kanal RPG-Fan, das ist Skyrim Anniversary Edition. Weiter geht's mit der Geschichte des Waldelfen Valantir. Heute wird er aber keine Heldentat verrichten, sondern holt sich einen Zweitbogen. Einen Bogen, der meiner Meinung nach einer der besten Bogen in Skyrim Anniversary Edition ist. Natürlich neben dem Bogen der Schatten, den ich hier gerade schon habe. Ja, wir sehen, der Bogen des Schatten ist schon geil, macht uns unsichtbar, aber der Bogen, den ich gerade hole, hat eigentlich so viele magische Effekte, dass man den schon, man kann den so eine, bezeichnen als so eine Art Bogenversion des Wabajack, ja. Und zwar, die besten Effekte sind zum Beispiel, dass er die Gegner miteinander kämpfen lässt oder die rennen von euch weg oder die werden gefroren. Oder aber auch gelähmt. So, wo befindet sich das Ganze auf der Karte? Das ist die Steinbachhöhle. Man kann auch rein durch Kargensel kommen, also auch durch Kargensel reinkommen. Befindet sich hier irgendwo, aber am besten gleich in die Höhle hier rein. Hier ist Windhelm. Ja. Hier ist auch so eine schöne Gegend und in diesem kleinen Gewässer hier gibt es zum Beispiel ganz viele Goldfische, falls jemand die Quest der die Fischerei da machen will, ja, die Quest der Fischerei, dann viel Spaß hier bei den Goldfischen, so. Aber wir gehen jetzt in die Höhle. Übrigens, natürlich kann man in Skyrim Anniversary Edition auch diesen Bogen schon mit den ersten Leveln holen, aber wird sehr schwierig. Erstens, man soll sich auf jeden Fall einen Begleiter mitholen, wenn man auf der Schwierigkeitsstufe Legendär das Ganze machen will. Auch dann wird es sehr, sehr schwer. Deswegen empfehle ich, wenn ihr euch schon so eine Challenge machen wollt, dann nehmt euch einen Begleiter plus holt euch in Einsamkeit Wabajack. Ja, dann schafft ihr das. Ja, ich sage nicht, dass ihr das ganz ohne Tode schafft. Ich sage nicht, dass es leicht wird, aber ihr schafft es dann, ja. Auch mit Level 1, wenn ihr wollt. Wenn ihr das schafft, hier mit Level 1 anzukommen, ja, wird auch eine Herausforderung sein. So, okay, dann beginnt es. Speichern und los geht's. Ich spiele hier natürlich weiterhin auf der Schwierigkeitsstufe Legendär und ohne den Überlebensmodus. Also hier nochmal das ganze Einstellung Gameplay. Also Überlebensmodus aus, Legendär. So. Wird nicht einfach. Ich werde es erstmal mit dem Bogen versuchen, mit dem Waldelfen hier. Und dann, wenn es nicht geht, dann natürlich die Bestiengestalt, die klärt. So. Na gut, wo sind denn die ersten Gegner? Macht euch bereit für den Kampf. So. Den Zweitbogen brauche ich einfach, weil mein zweiter Bogen ist zurzeit ein Elfenbogen und der ist halt ziemlich schwach, hat keine magischen Effekte. Deswegen will ich einen guten zweiten Bogen, der auch richtig Spaß macht. Der schnell schießt, der stark schießt. Und der vor allem sehr leise ist. Das heißt, man kann mit dem auch richtig das Ganze sneaky machen. Und nicht so laut wie der Bogen hier. So, jetzt wurde ich natürlich entdeckt, einfach nur, weil ich sehr schlecht schleichen kann. Und einfach nicht gecheckt habe, dass hier ein Gegner ist. Da hat er mich einfach mal gesehen. So, ich gucke mal, dass da keiner kommt. So, aber der ist erstmal schwach. Das ist ein ganz normaler Bandit. Man sieht, ist jetzt nichts Besonderes gewesen. So, oh, Goldharte. Das looten wir natürlich. Sind zwar nur 22, aber was soll's. Dann waren da Pilze, alchemistischer Zug. Oh! Okay, das ist schon mal ein Ork. Da renne ich lieber ein bisschen zur Seite. So, Entschuldigung. So, Bogenschütze. Ich beschäftige mal den Bogenschützen, solange mein Begleiter da kämpft. Also man sieht, die einfachen Banditen sind hier schon machbar. Die sind nicht gerade heftig. Wenn man natürlich nicht alleine ist. Nochmal zu betonen das Ganze. Und wäre ich hier alleine, hätte dieser Ork mir wahrscheinlich jetzt ein paar reingehauen. So, sag mal, warum hast du jetzt einen Questmarker über dir? Nimmst du ihn mal weg, Junge? So, was haben die Interessantes? Der Ork, ein bisschen Gold. Meine billigen Pfeile nehme ich auch mal mit. So. Aber gleich kommt mindestens ein Magier. Und das wird kein Spaß. Kein Spaß mehr. Ich habe jetzt den Atronachenstein, das heißt, so krassen Schaden nehme ich nicht. Ja, also empfehlenswert auch den Atronachenstein zu nehmen, wenn man hierhin rennt, denn hier gibt es starke Magier, sehr starke Magier.
So, übrigens, die Effekte des Bogens, die funktionieren auf jeden Fall bei menschlichen Gegnern. Und ich gehe davon aus, dass sie auch bei Untoten wie Draugern und verschiedenen Aschen, Monstern, die auf Solzheim verfügbar sind und so weiter, auch funktionieren, weil das eben Magie ist. Ja? Wir wissen ja zum Beispiel, Gifte, die Leute aggressiv machen, funktionieren nicht bei Untoten, aber der Bogen wird ja kein Gift sein, kein Gift verteilen, sondern Magie, magischer Effekt. Ja, ich weiß, in Skyrim sind Gifte auch, haben Gifte auch magische Effekte, aber das ist eine Art andere Magie, ja? Die dann, wenn es ein Gift ist, nicht funktioniert bei Untoten, und bei dem Bogen hier wird es meiner Meinung nach funktionieren. Ich habe es nicht ausprobiert. Vielleicht werde ich es heute ausprobieren, wenn nicht, könnt ihr selber ausprobieren, aber ich denke, es funktioniert dann. So. Okay, das ist ein Magier. Und der hat ziemlich krassen Schaden genommen gleich durch einen Schuss, okay. Der hat sich natürlich jetzt geheilt, klar. Aber jetzt ist er weg. Ich glaube, das war einer der starken Magier, die ich meinte. Für den Bogen der Schaden doch nicht so stark. Oh, jetzt muss ich aber aufpassen, dass ich hier meinen Begleiter nicht ständig abschieße, sonst so rafft er mich an. Das kennen wir von ihm schon. Wenn er schon sagt, aufgepasst, Bruder, dann meint er das ernst. Er stellt sich aber immer so blöde. Ach, du kannst auch schießen. Sehr schön. So, ich speichere mal, weil man sieht... Oh, ich glaube, das ist sogar der Bogenschütze. Da muss ich echt aufpassen. Ja, schaut mal, welchen Bogen er hat. Wenn gleich einer der Effekte bei meinem Begleiter funktioniert, kann es natürlich sein, dass er entweder anfängt, mich abzuschießen, wenn es Aggression ist, oder wegzurennen oder was auch immer. Aber irgendwie funktionieren die Effekte bei Parkas hier nicht. Das ist komisch. Ich habe schon mal gesehen, bei anderen Begleitern hat es tatsächlich funktioniert und sie sind weggerannt von diesen Bogenschützen hier. Eben wie... Okay. Ja, man sieht, der Bogen ist auch sehr stark, ja? Also wenn ihr getroffen werdet, auch mit der Rüstung, die ich habe, hilft nicht. Hilft nicht. Ich versuche mal aber Folgendes. Erstmal kurz heilen, damit ich jetzt wirklich einen Schlag überleben kann und dann vielleicht sogar Eichenhaut. Nicht Schlag. Ach, was machst du denn? Eichenhaut. Schon wieder die falsche Hand. So, jetzt. Jetzt werde ich vielleicht sogar einen Schuss, einen Treffer überleben können. Da ist die. Parkas stört gerade nur tatsächlich. Weil natürlich lenkt er sie ab, sonst würden sie auf mich schießen, das verstehe ich. Aber dennoch empfinde ich ihn gerade als ein bisschen störend, dass er mit seinem Hinterteil die ganze Zeit vor mir steht. So, jetzt passe ich aber auf, dass sie mich... Ja, nicht trifft, die bewegt sich aber auch immer wieder, ne? Trotzdem nur ein Schuss, ist es euer Ernst? Also brauche ich die Eichenhaut nicht zu machen. Also man sieht, es ist kein Kinderspiel. Ist kein Kinderspiel mit der Frau. Vielleicht nehme ich jetzt sogar die besseren Pfeile, damit ich noch ein bisschen mehr Schaden mache. Alter, Notpfeile habe ich und orkischer Pfeil ist doch besser. Sonst noch was nehmen. So, versuchen wir mal so. So, leider ist der zweite Bogenschütze gerade auch am Leben. So, ich versuche mal den Schwächling da erstmal wegzuhauen. Sehr gut. Noch einmal. Perfekt, der Schwächling ist weg, speichern. Jetzt nur noch die harte Frau hier. Oh, die ist echt stark. Ich würde sagen, Gifte, was habe ich da? So. Mhm. Gift verlangsamen, schwaches Gift. So, schwaches Gift macht 15 einmalig und das macht 4 für 5 Sekunden. Auch nicht viel besser, aber nehmen wir. Wenigstens Dauerschaden. Gott. Oh, jetzt hat man gesehen, ja, das ist ihr Bogen. Er wurde erstmal gelähmt. Und das ist übrigens, wenn ihr selber den Bogen benutzt, dann funktioniert, dann kommen diese Effekte viel öfter, ja? Viel öfter, als man das gerade bei Farkas sieht. Ich glaube, das Spiel hat einfach ein bisschen Mitleid mit mir. Weil ansonsten hätte ich ein Problem, wenn Farkas die ganze Zeit fallen würde. Ja. Aber man hat schon seine Funktion gesehen. Und wie gesagt, die beste Funktion ist, meiner Meinung nach, dass die Gegner sich gegenseitig angreifen. Huch! Nein, nein, nein!
Da habe ich schon meine Erfahrungen gemacht auf der Schwierigkeitsstufe Legendär mit einem ganzen Rudel abgeschworen. Da habe ich mich einfach oben versteckt, sodass sie mich nicht sehen konnten. Ich hatte gute Fähigkeiten, was das Schleichen angeht. Und dann habe ich sie immer wieder abgeschossen. Dann wurden sie immer wieder aggressiv und haben sich eigentlich alle gegenseitig weggehauen. Ich sollte mich echt mal konzentrieren, ne? Sorry. Ah, so. Aber okay, sie war jetzt wieder alleine hier. Das ist halt so, dass sobald sie meinen Kopf sieht, schießt sie auf mich. Weißt du was? Komm, machen wir mal so. Kräfte, Bestiengestalt. Machen wir mal auf die Weise. Spielen wir keine Spielchen mehr. So, sie hat schon wieder irgendeinen Effekt auf meinen Begleiter draufgesetzt. So, ich muss aber aufpassen, dass sie mich jetzt trotzdem nicht trifft. Nein, nein, nein. Ich glaube, ich bin zu fett, um hier vorbeizukommen. So, perfekt. Sie hat jetzt keine Chance mehr. Die gewinnt der Wolf, hat sie keine Chance. Wenn er schon mal neben ihr steht, ist es vorbei. So. Und jetzt, boom! Okay, alles klar. Mirna. So, ansonsten keine Banditen mehr hier. Okay, ihren Bogen werde ich jetzt looten, also zurückverwandeln. Mal kurz 24 Stunden warten. Na, Wölfi, manchmal checkt er das tatsächlich nicht. Ah, jetzt hat er es gecheckt. Wenn dann nach 24 Stunden hätte er sich sofort verwandeln sollen. Aber das dauert dann immer trotzdem ein paar Sekunden. Hier, Schwelle des Ruins. Einer der besten Bogen in Skyrim Anniversary Edition. Einfach ein Highlight. Einfach ein Highlight. Schwelle des Ruins. Wendet zufällig einen der folgenden Effekte auf das Ziel an. Frust, entmutigen. Entmutigen heißt, sie rennen zurück. Erzürnen kommt sehr oft, sie greifen sich gegenseitig an, auch hochlevelige Gegner. Und wie gesagt, ich weiß es jetzt nicht mehr genau, ich werde es ausprobieren, probiert es aus, aber ich gehe davon aus, dass auch Draugr sich gegenseitig angreifen und auch andere Kreaturen, die nicht menschlich sind. Mana entziehen, der schwächste Effekt, und lähmen, ja, richtig gut. Also richtig gute Effekte, Frust, entmutigen, erzürnen und lähmen, bisschen schlechter ist Mana entziehen. Aber das ist richtig krass für einen Bogen. So, wir sehen, Schaden wäre jetzt bei mir 26 und mein Bogen der Schaden hat 41. Das heißt, weniger Schaden natürlich als der Bogen der Schaden. Ist klar, der Bogen der Schaden hat einen der höchsten Schaden. Aber auch von der Schnelligkeit ist er ziemlich okay, würde ich sagen. Aber der Bogen der Schaden ist schneller. Trotzdem macht der Bogen richtig Spaß. Probiert den aus. Also, Schwelle des Ruins, der besondere Bogen, nicht nur wegen seinem Aussehen, dieses Auge, das einem richtig in die Seele schaut, sondern auch wegen seiner Effekte. Wir testen den Bogen jetzt erstmal an den menschlichen Gegnern, um einfach zu sehen, wie oft diese Effekte angewandt werden. Und plus will ich jetzt auch mal sehen, ich habe den Bogen jetzt komplett geladen, sieht man gerade, ja, wie schnell die Ladung eigentlich weg ist, ja, also wie lange der Bogen Effekte verteilen kann, bis wir ihn wieder mit Seelensteinen laden können. So, ich fürchte, dass ich ihn mit einem Schuss töten kann, wenn ich aus Deckung schieße. Deswegen machen wir es so. Okay, ich glaube, das ist Aggression gewesen. Ja, der greift mich an, weil ich am nächsten zu ihm bin. Aber der wird auch seine eigenen Leute. Sieht man gerade, ja? Hat man gerade gesehen. Nochmal, er schießt jetzt auf eigene Leute. Das heißt, sofort, gleich beim ersten Schuss, hat der Effekt Aggression funktioniert. So, ich gucke mal weiter. So, die schießen jetzt natürlich alle auf ihn. Genau das ist das, was ich meinte, was bei mir mit den Abgeschworenen schon mal passiert ist. Jetzt muss ich natürlich noch treffen. Wenn die Kacke sich die ganze... Och Mann, ey, bewegen. So, das war, glaube ich, oh, entweder Mana entziehen oder irgendwas. Das heißt, man, bei ihm war... Okay, jetzt kommt der Ork. Bei ihm war natürlich gar kein Effekt, weil er irgendwie gar kein Mana hat. Gucken wir weiter bei dem Ork. So, oh ja, das ist Aggression, und da ich am nächsten stehe, greift er natürlich mich an, aber ihr versteht jetzt die Kraft dieses Effektes, ja, der rennt sogar richtig krass, aber ihr versteht jetzt die Kraft dieses Effektes, das heißt, wenn ihr aus der Deckung schießt und neben ihm nur seine eigenen Leute stehen, das ist jetzt Angst, glaube ich, oder? Ja, jetzt rennt er weg.
So, ihr seht, jeder Schuss bringt irgendwas. Jetzt rennt er weg. Ja, das heißt, wenn Aggression funktioniert, wenn die euch nicht sehen, ihr schießt einfach in eine Gruppe von Gegnern und einer wird aggressiv, dann greifen sie sich gegenseitig an, ja. Also man hat jetzt gesehen, Aggression, Angst und... Und was war da noch? Irgendwas, was nicht so richtig funktioniert hat. Ich glaube, Mana entziehen. So, okay. Weil sie mich hier umbringen, weil das ist natürlich weiterhin Schwierigkeitsstufe legendär. Moment, ich habe jetzt den Bogen nicht ausgerüstet zur Schwelle des Ruins. Favoriten. Weil sie mich hier umhauen. Mann, ey. Müssen die jetzt mit jedem Treffer, mit jedem Schuss treffen? So, Moment, ich heile mich mal kurz. Damit der Test weitergehen kann. Also wir sehen, eigentlich jeder Schuss... Aha, da ist er. Eigentlich jeder Schuss war ein Effekt. So, ich glaube, das war ja... Man hat gesehen, da war ein Effekt, aber ich glaube, das war Mana entziehen. So, da war schon wieder irgendwas, aber ich glaube, schon wieder Mana entziehen. So, jetzt kommen nur noch die Bogenschützen. Das ist natürlich jetzt beschissen. Kann ich jetzt ganz schlecht testen. So, okay, ich glaube, das war Angst oder Aggression. Schauen wir gleich. Also rot ist immer entweder Angst oder Aggression. Haben wir gerade schon gesehen. Ne, das war auf jeden Fall Angst, weil sie ihn nicht angreifen. Ist das alles, was ihr könnt? So, das war schon wieder irgendwie so entweder effektlos oder ein Effekt, der bei ihnen nichts bringt. So, was haben wir hier? Aggression. Nichts. Und Angst. Und tschüss. genau das meine ich. Okay, also wir sehen, wie oft das Ganze funktioniert. Aggression kommt sehr oft und Aggression ist am stärksten, wenn ihr, wie gesagt, aus der Deckung eine Gruppe erledigen wollt. Okay. Dann versuche ich mal weiter bei Draugern, ob das funktioniert. Du, ach so, oh, ganz wichtig. Ich wollte ja schauen, wie die Ladung jetzt ausschaut. Und wir sehen, es ist nicht mal ein Drittel weg. Nicht schlecht. Also ein bisschen was hält sie aus. Ja? Ist jetzt nicht das Krasseste, ja, also es gibt da irgendwie Waffen, deren Ladung länger bleibt, ne, Verzauberung. Aber ist schon nicht schlecht. Na gut, dann weiter. Und jetzt der Test. Gegen die Drauger. Ortstüt, Hügelgrab. Okay, natürlich, wenn er den Drauger jetzt umbringt, wird es schwierig. So, okay, machen wir mal so. Ah, okay. Moment. Hat es gerade nicht funktioniert? Doch. Man hat gesehen, auch bei Draugern funktioniert es. Das heißt, es geht auch bei Untoten. Ja, das war gerade... Er ist erfroren gerade. Ja, ist kurz stehen geblieben. So, das war Lähmung, ja. Lähmung bei Untoten, Leute. Lähmung bei Untoten. Ja. Lähmungsgifte funktionieren ja nicht bei Untoten. Aber wie gesagt, es ist ja eine richtige Magie. Ja, man sieht aber, trotzdem kommt es nicht so oft bei denen. Und ich habe bis jetzt noch keinen Zorn oder Angst gesehen. Vielleicht kommt es gleich doch noch. Doch, warte mal. Wobei, er hat einfach wenig Lebensenergie. Mann, jetzt hör doch mal auf, dich zu bewegen. Junge, bitte. Okay, ich bin echt ein schlechter Schütze. So, okay, keine Effekte. Also man sieht, bei Untoten kommen Effekte tatsächlich seltener, habe ich so das Gefühl. Gut, diese sind erstmal tot. Gucken wir mal weitere Untote. Komm, steh auf. So, jetzt natürlich erstmal kein Effekt während des Aufstehens. So, das war erfroren, ja, sodass er kurz stehen bleibt. Also Frost. Kein Effekt. Ja, also... Man kann jetzt schon, glaube ich, festhalten, bei Untoten funktioniert es. Aber die Effekte kommen seltener, um einiges seltener. Und vielleicht sogar nicht alle Effekte, ja, bis jetzt habe ich nur Lähmung und Erfrieren gesehen. Wieder Erfrieren, ja, was bei Draugern natürlich jetzt nicht so krass ist. Sie nur ein bisschen verlangsamt. Aber Zorn und Wegrennen geht, glaube ich, gar nicht. Vielleicht, weil sie gar keine Gefühle haben. Sie können gar nicht zornig werden, auch trotz Magie. Hier, schon wieder war das der Effekt Erfrieren. Hat man gerade gesehen. Und was mit dir? Gar kein Effekt. Erfrieren. Ja, der wird langsamer. Der läuft langsamer, hat man gerade gesehen. Ach. Na. Das ist schon mal was anderes als mit den Menschen, ne? Erfrieren wieder. Also jetzt wäre natürlich Lähmung sehr gut. Oder eine andere Sache ist, man sieht, dieser Drauger zum Beispiel ist natürlich vom Level her höher als die anderen.
Lähmung, sehr gut. Ja, also ich wollte gerade sagen, vielleicht ist sein Level irgendwie gerade zu hoch, dass es bei ihm nicht funktioniert. Aber nee, Lähmung hat gerade funktioniert. Es ging. Nochmal. Und Lähmung. Okay. Jo, geht ja. Also, das ist wahrscheinlich auch irgendwo Glückssache, ob das gerade funktioniert. Jo, schon wieder. Also, ne? Und jetzt? Komm. Naja, jetzt wird er sterben. Okay. Also, man kann festhalten. Bei Draugern hat mir schon Lähmung ist schon zum Beispiel jetzt gegen eine ziemlich oft gekommen, was sehr gut ist, weil Lähmung ganz stark ist. So, dann gab es den Effekt Erfrieren. Ist bei Draugern jetzt nicht so krass. Aber das beweist, es funktioniert nicht nur bei Humanoiden, sondern auch bei untoten Gegnern, also wird es meiner Meinung nach auch bei verschiedenen Aschen Gestalten da auf Solzheim und so weiter funktionieren. Was aber gar nicht kam, war jetzt die krassesten Sachen, also zum Beispiel Wegrennen, also Furcht kam gar nicht und Zorn kam gar nicht. Komisch, schade irgendwie. Vielleicht ist es nur bei mir so, vielleicht hatte ich jetzt gerade einfach kein Glück. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr andere Erfahrungen habt, aber bei den menschlichen Gegnern kam es einfach viel öfter. Gut, danke fürs Zuschauen und man sieht sich dann im nächsten Video, wenn es dann mit dem Helden Valantir weitergeht. Bis zum nächsten Mal. Ciao.